Wolfsumhang. Wolfumhang, der Fehler von Retair. Ein großes Maß an Ironie umgibt die Schaffung dieses magischen Umhangs. Retair, das sieht fast eigentlich eher aus wie ein L, hier oben eher wie ein T, war ein Magier, der seine Fähigkeiten... Das könnte sogar wirklich ein L sein, aber hier oben ist es definitiv ein T. Im Umgang mit der Zauberkunst überschätzte und sich bei der Schaffung dieses Kleidungsstücks anscheinend selbst Lykantropie zufügte. Hast du toll gemacht, Kumpel. Der Krieger kann seine Gestalt nach Wunsch ändern. Retair blieb dir jedoch versagt. Merkmale, Verwandlung in einen Wolf nach Wunsch. Oh, das ist perfekt für Yahira, die ist ja Druidin. Kann sich bis jetzt allerdings nicht verwandeln. Handbuch der Gesundheit. Oh, mal wieder so ein Ratgeber. So wie der Charisma-Ratgeber, den wir gefunden haben. Ein typisches Handbuch der Gesundheit. Enthält wertvolle Informationen zu vorbeugender Medizin, grundlegenden Erste-Hilfe-Maßnahmen und Wegen zur Stärkung der Muskulatur. Darüber hinaus verfügt das Buch über eine magische Kraft, die es demjenigen, der das Buch studiert, erlaubt, seine Konstitution um einen Punkt zu steigern. Leider verschwindet das Werk sofort nach dem Durchlesen. Also wieder was für Talisa. Ein Lähmungsstab. Bei Verwendung dieses Stabes tritt aus ihm ein dünner, bläulicher Strahl mit einer maximalen Reichweite von 1,80 heraus. Berührt dieser Strahl ein Wesen, muss diesem ein Rettungswurf gegen Zauberstäbe gelingen. Oder es wird 10 Runden lang gelebt. Betäubt. Betäubt das Ziel, es sei denn, es gelingt einen Rettungswurf gegen Zauberstäbe. Und bewirkt einen Abzug von minus 4. Ja, also Rettungswurf minus 4. Und beißender Pfeil. Der beißende Pfeil wurde als tödlicher Gruß des Bogenschützen konzipiert. Die mit Widerhaken versehene Pfeilspitze ist mit einem gefährlichen Gift benetzt, das in den Berufstester auf seine Opfer eindringt und schwere Qualen sowie in vielen Fällen auch den Tod verursacht. Gift 30% der aktuellen Trefferpunkte innerhalb von 20 Sekunden nach dem Eindringen. Es sei denn, dem Opfer gelingt ein Rettungswurf gegen Tod. Okay, die bewahrt Khalid mal auf. Den Stab, den tauschen wir mal. Den könnten wir, obwohl, nee, den will ich nicht verkaufen. Für bestimmte Fälle ist der garantiert nützlich, den noch zu haben. Wir hätten ihn bei den Sirenen benutzen können. So, und du liest gleich dieses Buch, aber vorher wird geheilt. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Bin ich froh, wenn sie Klerikerin ist und auch besser mitheilen kann. Außer ihren beiden Instant-Zaubern. Und ja, nebenbei, ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeguckt. Also die meisten empfehlen wirklich bis Stufe 6 zu warten, bevor ich den Kämpfer zum Kleriker mache. Weil ich auf Stufe 6 nochmal einen Waffenfähigkeitspunkt kriege. Manche meinen sogar Stufe 7 wäre toll, weil ich dann noch einen Angriff kriege. Aber wirklich, das ist eigentlich keine so gute Idee, weil ich dann nicht auf Stufe 8 Kleriker kommen kann. Habe ich extra mal ausgerechnet. So. Gut, ich denke. Ich mache das hier. Kurzer Quicksave nochmal. Ja, nichts leichter als das. Oh. Was wollt ihr? Und du liest mal das Buch. So, jetzt hast du eine Konstitution mehr und damit ganze 5 Trefferpunkte mehr. Juhu. Also hast du jetzt die höchsten Trefferpunkte. Jupp, du hast 5 mehr als Khalid. Was? Gut. Und beim nächsten Level-Up müsstest du sogar 6 mehr als Khalid haben. Ah, was ich sehr gut finde. Gut. So, jetzt weg von diesem Strand, bevor mehr Sirenen kommen.
kurz gucken, ob hier unten auf einmal wieder ein Aaskriecher rumkriecht. Nein, ist zum Glück nicht der Fall. So, jetzt können wir uns hier oben weiter umschauen. Wir haben ja noch ziemlich viel an diesem Gebiet zu erkunden. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da hoch lang. Oder sollen wir erst hier unten? Ah, ich glaube, hier gucken wir erst da unten lang. Da unten lang gucken. Und wenn wir das gemacht haben, wäre auf eure Taten stolz. Das hoffe ich, dass er stolz auf Talisa ist. Oh, Hobgoblin. Oh, viele Hobgoblins. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Viele Hobgoblins, die. Wo wollt ihr hin? Was immer ihr braucht. Und du bist ein Hobgoblin-Elite. Ja, beinahe unter meiner Würde. Ja, du siehst halt auch ein bisschen anders aus als die anderen. Kann ich irgendwie behilflich sein? Okay. Was wollt ihr? Rückzug und sammeln. Erst einmal quatscht er seine Frau an. Also das ist jetzt hier das totale Chaos. Ich weiß, warum ihr hier seid. Aus demselben Grund, aus dem all die anderen kommen. Und ich gebe euch dieselbe Antwort wie ihnen. Ich weiß nicht, wann die Eisenbahn zu Ende ist. Ich habe keine Ahnung, wem die Banditen unterstehen. Und ich bin auch nicht daran interessiert, euch zu den Spieltischen von Baldur's Tod zu begleiten. War eine sehr höfliche Frau. Palonia. Oh, die Kampfmusik nervt gerade ein bisschen. Verzeiht mir, aber wenn ihr euch mit den Ereignissen des Tages nicht abgibt, welchen Zweck hat es dann, dass ihr in die Sterne starrt? Wofür sind eure Betrachtungen gut, wenn sie keinen praktischen Nutzen haben? Vielleicht sind eure Vorhersagen nicht so genau, wie ihr die Leute glauben macht. Ich möchte euch nicht weiter stören, ich mache mich auf den Weg. Nö, wir fragen einfach mal unverschämt, dieses Mal, weil sie auch so mürrisch ist und uns mitten in einem Kampf stört. Warum starrt ihr in die Sterne überhaupt? Warum? Die Schwertküste ist keineswegs der Mittelpunkt des Universums. In den Reichen spielt sich Leben und Dramen ab. Gar nicht weit von hier gibt es Länder, in denen die Leute nichts von unserem Problemchen wissen und auch nichts wissen wollen. Ich habe keine Zeit für die Probleme weit entfernter Lande. Ich kann mich ohnehin kaum noch mit allen Sorgen hier im Land befassen. Klingt nicht gerade heldenhaft. Deswegen nehmen wir die andere Alternative. Und was ist mit diesen Landen? Welche Intrigen lauern jenseits unserer Grenzen? Also was ist mit den entfernten Landen? Also direkt hinter dem Südgebirge bauen sich gerade Probleme zusammen, gegen die unsere Sorgen vergleichsweise gering erscheinen. Damit meint sie die Am. Hoch im Norden liegt eine Stadt, in der niemals Winter herrscht. Eine Stadt, von der viele Jahre lang niemand etwas gehört oder gesehen hat. Neverwinter, in die aber schon bald viele Bürger zurückkehren werden. Beides wird geschehen, und zwar ungeachtet unserer Probleme. Wir haben vielleicht große Sorgen, aber das Siegerende kommt noch. Lasst mich allein, ich muss über vieles nachdenken. Au. Au, au, au. Oh, das war knapp. Minz. Erledigt diese blöde Sirene. Danke. Oh, Diener hier, eine Stufe höher. Sehr schön. Eine Stufe für Diener hier, einverstanden. Jetzt kann sie endlich das, was wir die ganze Zeit gebraucht hätten. Also erstmal kriegt sie noch ein magisches Geschoss hier. Und dann kriegt sie Magiebann gleich zweimal. Die Schädelfalle brauchen wir jetzt nur nicht unbedingt. Ja, nichts leichter als das. So, kann sie jetzt wieder wenigstens einfach so identifizieren? Nö. Warum auch? Pfeile. Gut. Frische Heilung. Ihr habt eine Aufgabe? Haben wir nicht mehr. Was wollt ihr? Was? Nichts leichter als das.
Oh, da ist noch einer von den Hobgoblins übrig geblieben. Was wollt ihr? Oh, Imoin plündert mal kurz die Eliten. Falls wir das nicht schon gemacht haben, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nein, haben wir nicht gemacht. So. Pfeile hat Imoin noch genug, denke ich mal. Jo. Ja. Beinahe unter meiner Würde. Und da ist noch eine Frau. Mann, hier sind aber wirklich viele Frauen in dem Gebiet. Zuerst die mit ihrem Leuchtturm. Jetzt die gerade eben, die uns angemotzt hat. Die ganzen Sirenen übrigens. Wer bist du? Ich suche nach starken Männern wie euch. Talisa ist kein Mann. Ich habe ein Problem, das ich nur mit eurer Hilfe lösen kann. Nö, wir fallen nicht auf diesen Blödsinn mit der Dame in Not herein. Nein, das ist zu barsch. Wenn ihr uns euren Namen oder euer Problem sagt, können wir euch vielleicht helfen. Nur meine werten Herren. Herren sitzen nur zwei übrigens. Die beiden nämlich, der Rest ist Frauenpower. Ihr könnt mich Safana nennen. Verzeiht mir, wenn in meiner Stimme ein wenig Furcht anklingt. Denn dort, wo ich herkomme, im Süden, werden die Männer bei weitem nicht so groß wie ihr. Keine Sorge, Minsk frisst dich schon nicht. Wie dem auch sei, ich kann euch zu großen Reichtümern verhelfen, vorausgesetzt ihr seid an derlei interessiert. Ich besitze eine Landkarte, auf der die Stelle eingezeichnet ist, wo sich ein Piratenschatz aus alter Zeit befindet. Nach dem, was auf der Karte steht, handelt es sich um den Schatz des sagenumwobenen schwarzen Alaric, dessen dieser sich entledigte, ehe er von der amnischen Flotte gefangen genommen wurde. Wir haben keine Zeit für Schatzsuchen. Nee, wir sind... Eigentlich sind wir auch nicht immer an Geld interessiert, aber wir brauchen Geld. Der Grund, warum ich so viele heldenhafte Männer benötige, wir sind immer noch hauptsächlich Frauen, ist der, die Kellergewölbe, in denen sich die ich zu hinabsteigen gedenke, werden von einer Art Wesen bewacht. Ich weiß nicht genau, was das für ein Wesen ist. Wenn ihr mir behilflich seid, bekommt ihr einen Teil des Schatzes. Ich würde mich eventuell auch auf andere Weise erkenntlich zeigen. Nee, die andere Erkenntlichzeigung möchten wir nicht. Wir sind einverstanden. Oh, tausend Dank, ihr werdet es nicht bereuen. Kräftige Helden wie ihr überwinden jedes Hindernis, das sich ihnen in den Weg stellt. Lasst uns losgehen. Laut meiner Karte befindet sich die Piratenbucht irgendwo entlang der Küste, direkt südlich von Kerzenburg. Oh, sie will in unsere Gruppe. Nein, dich brauchen wir leider nicht. Ja, mein Schatz. Kann ich nicht noch etwas länger bei euch bleiben? Unsere Zeit zusammen war recht erquicklich. 5 Minuten. Was soll's, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Übrigens Tagebucheintrag. Wir haben beschlossen, Safana dabei zu helfen, einen von einem Monster bewachten Schatz zu bergen. Sie war sehr geschickt, als es darum ging, uns zur Hilfe zu überreden. Die Bucht, wo sich der Schatz befindet, liegt irgendwo an der Schwertküste südlich von Kerzenburg. Für euch tue ich alles. Nein, ich habe kein Interesse. Ich verstehe. Nun, stellt meine Geduld nicht allzu sehr auf die Probe. Ich muss mich auch noch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Was wollt ihr? Gut. Kümmert euch lieber um die. Ich lasse euch mal einfach da stehen. Ich habe nämlich eine eigentlich sehr gute Gruppe. Khalid, Pause. Oh, ein Schreckenswolf. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Quatsch. Schreckenswölfe sind gute Erfahrung. Au. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Dräng aber immerhin in die Ecke. Ja? So. Ja, nichts leichter als das. Und da ist noch eine Frau. Hier sind wirklich viele Frauen unterwegs in dem Gebiet. So, können wir mal kurz hier runter gucken. Bevor wir mit der Frau da reden. So, jetzt können wir mit ihr reden. Akkuschule. Oh, Worge. Viele Worge.
Geh mal aus dem Krisengebiet immerhin. Na komm, mit einem Wort kannst du dich noch messen, hoffe ich mal. Ich bin so gut für die. Du bist ja ein komischer Kopf. Du kannst dich leider im Augenblick im Kampf nicht in den Schatten verstecken. Ja. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ich hab genug davon. Was? Gut. Ja. Ich hab genug davon. Ja, und oh. Würde. Ja, hier hat auch wieder ein Level ab. Ihr habt schon erledigt. Sehr schön. Töten wir mal erst diesen Wort, ne? Mich kümmert's nicht. Du schaltest um auf Bogen. Eure Dienerin steht zu. So, ja, hier war Level ab. Oh, sind beachtlich viele Erfahrungspunkte, Lebenspunkte, 5 Stück. Ist gar nicht mal so schlecht. Und wir können neue Sachen machen.